Wir haben im Alpinen Museum eine Sammlung, eine Gemäldesammlung, die vor allem schöne Berge zeigt. Und es geht uns in der Ausstellung darum, darüber nachzudenken, wenn sind die Berge schön, aber dass sie eben manchmal auch wie andere Gefühle als nur die Bewunderung für die Schönheit können wachrufen. Heute machen wir den ganzen Vormittag Videoaufnahmen mit ganz unterschiedlichen Leuten und wir fragen sie, wieso das Berge für sie schön sind, was Berge ihnen bedeuten und wir fragen sie auch, was sie zu dem Gemälde hier im Hintergrund meinen, ein Gemälde, das aus unserer Sammlung ist und so etwas ist zwischen Kunst und Kitsch. Im Moment sind wir vor allem an all das, was wir uns ausgedacht haben für die Ausstellung, was wir geplant haben, umzusetzen. Eben heute am Drehen, nachher findet parallel Interview statt für eine andere Station. Wir müssen noch mal eine Filmaufnahme machen mit einem professionellen Schauspieler, der den Hodler spielt. Wir sind vor allem im Moment am schauen, dass die Inhalte, die wir uns ausgedacht haben für schöne Berge, auch zustande kommen. Aber so vorgelagert ist auch eine spannende Phase der Konzeption, wo eben die Frage ist, die Ausgangslage war, wir zeigen Gemälde, wir haben das Thema schöne Berge, was machen wir damit? Und das ist auch ein Teil von meiner Arbeit. Nein, überhaupt nicht. Es ist auch so, dass nachher mit der Ausstellungseröffnung fängt eigentlich die Ausstellung erst an. Ich bin nachher auch sehr gerne in der Ausstellung und mache Führungen. Eigentlich eine Ausstellung ist mir nie, wie soll ich sagen, dass ich genug habe davon, sondern es gibt immer wieder spannende Etappen, wo jede Etappe so etwas Schönes hat.